Ich habe keinen Platz mehr. Das nervt. Ach, keiner. So. Okay, wie viel Titanium habe ich denn schon? 54, yay. 1, 2. Ich mache 60 Stück. Dann kann ich mir 3 Stück machen und dann geht's los. Nein, nicht mit dem Bogen. Es ist schon wieder so dunkel. Ich krieg gleich die Krise hier. Au! Alter! Such dir ein Hobby, geh weg doch nur. Noch ganz viel und ich Geld braucht jetzt im Moment kein Mensch. Gut, dann geht's nach Hause. Ich brauche 20 Stück für einen Barren. Das ist Wucher. Totale Wucher. Die ziehen einen hier voll über den Tisch. Und nein, Pla spielt dieses Spiel nicht. Ich hab's versucht, aber ihm gefällt's nicht. Und er ist gerade so arg besessen, dass er eigentlich keine Zeit hat, noch was anderes anzufangen. Und ich spiele auch nur ab und zu. Also ich spiele es eigentlich nur mit euch. Und ich habe halt ganz kurz mal... Ah, guck mal, ich kann schon rote Portaldinger herstellen. Kannst du mal sehen. Ich spiele eigentlich nur im Stream und ich habe halt mal kurz Gold gefarmt, damit es halt weitergeht. Damit ich ein bisschen was zeigen kann. Weil das Farmen dauert schon eine Weile. Und ich weiß nicht, ob ihr sehen wollt, wie ich, keine Ahnung, 4 Stunden lang nur Gold farme. Gott, ich habe 3 Stück. Ja, ich bin voll cool. Jetzt geht's hier richtig los. Also, das hier kann ich zum Beispiel gar nicht mehr aufwerten. Er hat alles, das ist schon mal cool. Der Typ hier braucht 4 Stück. Der Knabe braucht 8. Und der Tisch hier braucht... Oh, 2. Warte, das kann ich schon machen. Das kann ich schon... Ich bin ganz aufgeregt. Jetzt nochmal, ganz in Ruhe. Geht's noch? So, 14 Holz. Hab ich. Ich habe keinen Platz mehr. Ich drehe voll am Rad. Okay, jetzt machen wir das hier rein. Und das hier gehört da drüben in die Kiste. Was habe ich hier noch? Pflanzen habe ich da nicht drin. Nein. Aber den da. Der kommt auch da rein. Dann Edelsteine. Edelsteine habe ich hier. Eisen habe ich das nicht. Okay, aber das habe ich da. Anatodita. Ich kann es nicht aussprechen, das kommt auch da rein. So. Diese komische Wolle kommt da rein. Haare kommen da rein. Habe ich denn diese komischen Blümchen? Okay, tschüss. So. Ach, guck mal da. Der kommt da gar nicht rein. Ordnung muss sein. Da. Schwarzer Stein und Eisen. Habe ich auch nicht. Mensch. So, hier. Da rein. Blaue Portal brauche ich auch nicht mehr. So. Nachher werde ich voll flennen von wegen, oh mein Gott, nein, ich habe die blauen Portale weggemacht. Sternwasser. Habe ich die schon? Ich habe doch voll viel da. So.
Brauche ich noch Kohle? Weiß ich gar nicht. Ach, guck mal, da ist Eisen. Alter, ich vermüll meine Kisten ohne Ende. Das brauche ich und Holz brauche ich. Warum habe ich jetzt Holz gelassen? Ich habe überhaupt kein System. Überhaupt nicht. Alles durcheinander hier. So. Und aufrüsten. Ja. Was kann ich jetzt machen? Was kann ich jetzt machen? Kosmischer Opalstaub und veredeltes kosmisches irgendwas. Okay, und das brauche ich für... Oh, guck mal da. Oh, cool. Der dunkle Zauberstab. Auch nicht schlecht. Ja, das meinte ich. Voll geil. Die sieht so geil aus. Aber die hier finde ich hübscher. Die goldene finde ich irgendwie hübscher. Aber Titanen-Seelenernter ist ja vom... des Untergangs. Wie geil ist der Name? Da stinkt goldener Tod ein bisschen gegen ab. Aber 4 Barren! 4 Barren! Das sind 80 Titanium-Brocken. Ey, die wollen mich doch veräppeln, oder? 4%ige Chance, ein schießendes Irrlicht zu erschaffen, wenn Nahkampfschaden verursacht wird. Oh, ich will so ein Irrlicht haben. Menno. Oh, guck mal da. Eine Krone. Astralherz. Beschwörerkapuze. WTF. Ey, das sieht ja voll abgespaced aus. Ich guck mich mal ganz kurz um. Ich muss mal hier kurz shoppen gehen. Muss auch mal sein. Ich finde die Hüte so süß, aber das ist halt für einen Magier. Das brauche ich halt eigentlich nicht. Aber das sieht schon cool aus, muss ich sagen. So, hier. Heilung 4. Was macht Heilung 4? Stellt 60% Leben wieder her und springt zu einem zweiten Ziel, um 60% Leben wiederherzustellen. Das bringt mir nichts, weil ich habe kein zweites Ziel und es wäre dann nur Mana-Kosten, die zusätzlich dazukommen. Deswegen bleibe ich bei Heilung 3. Ich hab doch Heilung 3, oder? Mal gucken. Habe ich Heilung 3? Ja, ich habe Heilung 3. So, was kann ich noch? Feuerball. Feuerball? Schießt ein Feuerball. Bla bla bla. 400 Mana. Und wie viel Puffer brauche ich? 334. 142 Schaden und 172 ist schon ein Wort. Und Engels Diamantenstaub hätte ich sogar, aber nicht 7-mal. Titan sieht besser aus, okay. Ein 24-Stunden-Stream weiß ich nicht. Also bis jetzt haben wir maximal 8 Stunden geschafft. Und ob es irgendwann mal mehr wird, kann ich nicht sagen. Vielleicht, wenn wir uns abwechseln, wenn ich 8 Stunden spiele und danach klar, keine Ahnung. Aber eigentlich haben wir es nicht vor. Wann soll ich das überhaupt machen? Ich muss arbeiten, wann soll ich denn 24? Dann kann ich zu meinem Chef gehen und sagen, ey, pass auf, ich muss streamen. Ich kann heute nicht kommen. Stößt eine große Welle heiliger Energie aus, die bei freundlichen Zielen 12% Leben wiederherstellt und Feinden heiligen Schaden zufügt. Aha, heiliger Schaden. Nee, ich glaube, ich brauche da nichts. Obwohl, der planetare Schlag, der klingt schon cool. Aber ich benutze nicht mal Blitz, Feuer oder Eis und ich benutze nur den Heilzauber. Alles andere brauche ich nicht. Geleebären, okay, cool. Nee, ist für mich nichts dabei. Gut, haben wir jetzt alle Dinge aus dem Inventar eigentlich raus? Nee, wir brauchen Holz muss noch weg und das Engelsgedöns muss noch weg und dann geht's wieder weiter. So, sieht es da auch da rein.
besitze noch einen Barren. Mein Gott, wir sind reich. Reich? Ich könnte nochmal... Balsat? Ich brauche nochmal Schweifsteine. Da stehe ich irgendwann da und kann mir keine Reparatur leisten und muss dann mit was weiß ich was auf die Dinger einschlagen. So, wir gehen wieder. Ups, warte, ich hab's gleich. Ach, guck mal, ich bin nur noch eine Welt vom... Oh, geil, ich bin bald beim Endgegner. Hammer. Und ich hätte gerne einen neuen Bogen. Einen neuen Bogen und dafür brauche ich Titan. Also ich möchte mit einem neuen Bogen gerne den Boss machen. Also müssen wir jetzt ziemlich viel sammeln. Eigentlich würde ich gerne... Aua, Menschenskinder. Niemand hat gesagt, dass du mich angreifen sollst. Eigentlich würde ich gerne erstmal alles aufwerten und dann neue Klamotten und neue Waffen machen und dann zum Boss. Aber ich weiß nicht, ob ich nach dem Boss noch Lust habe, das alles zu leveln. Weil nach dem Boss ist ja eigentlich rein theoretisch Schluss. Ja klar, kann man auch noch so spielen und wie gesagt, sich ein Haus basteln, einen Garten bauen und weiß der Geier was alles machen. Aber so vom Ding her, finde ich, ist nach dem Endgegner Schluss. Schleichwerbung. Nee, ich glaube kaum, dass es irgendjemanden gibt, der mit seinem Chef zusammen streamen möchte. Weil es wäre genauso, wie wenn ihr mit eurem Lehrer streamen würdet oder so, da habt ihr ja auch keine Lust zu. Also es reicht mir, wenn ich ihn auf der Arbeit sehe. Ich muss ihn nicht auch noch in meiner Freizeit sehen. Das ist so wie damals, als man gedacht hat, wenn man zur Schule gegangen ist, dass die Lehrer in der Schule schlafen, irgendwo im Schrank abgestellt werden und dann kommen sie halt wieder raus. Und dann war man völlig überrascht, wenn man sie beim Einkaufen getroffen hat, von wegen was? Sie haben auch ein echtes Leben, das geht aber nicht. Müssten sie nicht in der Schule sein? Nein. Guck mal, die Farbe rot. Yay, Farbe rot. Ich wette, da komme ich zum Bus. Bin ich zum Bus? Ich glaube nicht. So, guck mal, da ist das grüne Portal. Ich habe immer noch keine grünen Lumpsies, oder? Ne, nur eins. Aber dafür 10 Dinger. Dann mache ich mal das. So. Mhm. Und da rein müssen wir auch noch. So. Wow, Alter, habe ich mich erschrocken. Was war denn sowas? Ist gut. Alter Schwede. Ist der tot? Steht doch wieder auf, oder? Dann ist er echt tot. Gefallener Zauberer. Am Arsch. Er hat mich was umgebracht. Jetzt hört er mal auf. Muss ich den denn töten? Ich kann den nicht abhauen. Dann gut. Lassen wir es einfach. Es sind noch mehrere. Also irgendwie muss ich den ja töten können. Wow.
Also wenn jemand weiß, wie die tot gehen, gerne in den Chat schreiben, bitte. Also ich kann die weder abbauen, kann ich die, muss ich die mit Feuer töten oder keine Ahnung. Oder gehen die einfach nicht down? Was mach ich da? Weiß jemand, wie man die besiegt? Weil sonst gehe ich hier nicht weiter. Du machst mir ja fertig. Also ich habe es mit Abbauen versucht, aber irgendwie hat es nicht ganz geklappt. Ich habe es mit Feuer oder mit Blitz oder mit was weiß ich was probiert. Aber irgendwie wollte der nicht sterben. Ich muss sie umarmen, genau. Make love, not war. So. Ich, da. Da ist noch Titanium. Hinten, vielleicht fliege ich wieder durch die Welt. Noch was? Boah, Hilfe, die Pflanze habe ich gar nicht gesehen. Ich will doch nur absammeln, Leute. Ich will überhaupt nicht kämpfen. Bleibt locker. Oh, hier ist ziemlich viel cool. Schauen wir gleich mal, wie viel wir gesammelt haben, ob wir damit was anfangen können oder ob es lächerhaft ist. Total lächerhaft. Hoppala. Ach! Man kann nur 64 Stück sammeln, dann ist vorbei, dann ist der Ofen aus, okay. So, wir machen uns mal ein bisschen Licht. Damit wir nicht ganz so einsam sind. Ich hasse es, ich will so eine Stirnlampe. Menschenskinder. Wow! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ich will da oben hin, sofort. Ich will wieder zurück. Verdammt nochmal, ich muss zurück. Wie komme ich wieder nach oben? Da waren voll viele Dinger. So, wir bauen uns jetzt hier so eine provisorisches Gedöns. Ich sehe nichts. Ich will das hier heller haben. So. Dann bauen wir uns hier so einen Steg. Nein, ich möchte das daneben haben. Gibt's das? So. Oh, nein, noch eins hoch, genau. Hallo Steinchen. Ich mag beides, Sonic und Mario. Wobei ich sagen muss, dass ich noch kein einziges Sonic-Spiel gespielt habe. Ich habe es mir nur angeguckt, weil ich habe mir eins mal geholt für die, für den,
fürs Tablet. Das war aber kein richtiges Sonic. Das war halt irgendwas, wo man halt kein Geld für bezahlen musste. Ich mag halt, dass er so schnell ist und dass er so schnell reagieren muss. Das finde ich ziemlich cool. Aber ist halt auch dementsprechend schwer. Und ich finde, Mario ist eigentlich für jeden was dabei. Also, es gibt ja mehrere Mario-Spiele. Es gibt ja Mario Kart. Mario Party ist voll super. Mario und sein Bruder Luigi, dann das Brothers oder wie das immer heißt, keine Ahnung. Das kann man ja auch zu zweit zocken und. Also, ich find's gut. Obwohl ich manchmal da auch verzweifle. Ich bin halt kein besonders geduldiger Mensch und wenn es halt so Jump'n'Run-Dinger sind, dann musst du halt immer warten, bis die Plattform zu dir fährt und wieder wegfährt und dann fährt die wieder zu dir und dann darfst du nicht in die Lava fallen und ich probiere lieber 20.000 Mal auf diese Plattform zu kommen und halt 2 Sekunden Zeit zu sparen, als 50 Jahre zu warten, bis die Plattform zu mir fährt und dann sterbe ich halt ein paar Mal und so und ja, das regt dann andere halt wieder auf, von wegen, kannst du nicht mal 2 Minuten warten, dann würdest du das ganz locker schaffen. Und ich, nein, ich versuch's mit Springen. Aber ich würde es niemals Let's Playen. Mario und Sonic würde ich mich niemals trauen zu Let's Playen. Da würde ich so oft versagen. Das können andere 1000 Mal besser. Dann gibt es ja diese Speedrun-Dinger, wo ich dann denke, alter Schwede, die dann da einfach durchpesen und wo jeder Sprung sitzt und musst du wirklich auf die Sekunde genau da springen und da jetzt anhalten und da dann jumpen und dann. Das ist echt cool. Und sowas gucke ich mir ganz gerne an.